Meine Lieben, willkommen zu neuen Foodhaul. Heute waren wir in Lidl, Rewe, Real und im Kaufland. Wir machen das meistens so, dass wir alles am einen Tag kaufen, weil, wie gesagt, so viel umeinander fahren. Aber wir möchten halt trotzdem noch ein bisschen sparen, deswegen müssen wir ein bisschen rumfahren. Ich habe auch beim Rewe zwei Produkttests geholt, deswegen Rewe. Die haben dann zwei Samen haben nichts gekostet. Jetzt fangen wir mal an. Beim Kaufland steht immer so ein Stand mit diesem Aufstrich Cremes, Ziegenkäse, Frischkäsezeug da. Schmeckt einfach mega lecker, ist zwar sauteuer, aber ab und zu gönnt man sich das. Hier Philadelphia, das ist jetzt too viel gut. Und einmal hier mit Meerrettich. Es gab ja, der geht hier nicht, also für 68 Cent gibt es sie gerade im Angebot, aber der geht nicht mit dem 50 Cent Coupon. Aber der hat dann nur noch 18 Cent gekostet. Aber ich habe noch so viele im Kühlschrank vom letzten Mal. Die sind auch noch bis nächsten Monat haltbar. Da haben wir jetzt nichts gekauft. Aber 18 Cent pro Teil ist schon mega günstig. Wenn ich jetzt nichts gehabt hätte, hätte ich noch mehr mitgenommen. Hier Vollkorntoast. Aber ich weiß gar nicht, wie lange der Coupon noch gültig ist. Wenn nächstes Mal wieder was im Angebot ist, dann kaufe ich wieder ein paar. Dann hier, was ist denn das? Vom Lidl Geflügelsalami. Dann haben wir vom Lidl 50% Gerüstenschinken. Ist auch schön groß. Hier Wraps. Tortilla Wraps haben wir einmal hier. Oder ist das einmal? Ja. Vom Lidl hier so Cheese Chips und einmal 8 Chips, Cheese und Jalapeno. Und hier einmal Onion Chips mit Käse. Das ist ja, genau. Vom Lidl habe ich die mitgenommen. Das sind nämlich Camembert mit Rosmarin und Bärlauchgeschmack. Da bin ich schon sehr gespannt. Ich mag Camembert sehr gerne. Hier einmal Philadelphia Mousse. Da geht auch nicht der Coupon. Nicht, dass ihr die falschen kauft, sondern dass wirklich die anderen kauft. Zum Beispiel mit Kräuter und so. Hier haben wir Mini. Die sind perfekt für zu Hause. Die schmeißen wir einfach Mikrowelle rein oder schnell in den Ofen oder in die Pfanne. Die Kinder lieben die nämlich, kann man auch selber machen, aber die sind im Angebot gewesen, deswegen habe ich sie mitgenommen. Im Real gibt es Kebab Fleisch für 1,10 Euro. Dreimal wurde das mitgenommen. Im Kaufland im Angebot gibt es die Salami-Snacks. Da wurden ein paar mitgenommen. Wie lange sind denn die haltbar? 19.01. Ja, das geht. Hier geräucherte, das ist die ganz normale Snack-Salami, Carbonossi, nochmal mit Käse und hier nochmal Snack-Salami. Dann hier einmal für 1,75 Euro so Putengrillis. Dann haben wir einen Kopfsalat, gab es auch ein Angebot, obwohl 77 Cent finde ich jetzt nicht gerade günstig. Der war schon mal günstiger. Hier Hackfleisch gemischt. Sag mal, so Babytürmädchen. Da habe ich einen Riegel mitgenommen. Der hat mich angesprochen. Für 1,50 Euro im Real. Hier Grünländer scharfe Schote. Das ist eine Limited Edition. Grünländer Gartenkräuter. Und hier feine Scheiben. Mega lecker. Grünländer ist sehr gut. Hier haben wir eine Gurke. Quarkgroß, Bananen waren im Angebot, diese Chiquita, oh mein Gott, ja, ich kann es nicht aussprechen, mal ist so, ja, die waren im Angebot, da habe ich gleich zwei Stück mitgenommen, Bananen haben wir jetzt schon länger nicht mehr gekauft und gehabt, muss wieder sein, zweimal Backcamembert durften mit, nochmal ein großer Quark, das gab es Produkttester gratis im Rewe, Salz, Karamellcreme, so wie gratis, was klebt's an? Diese Veggie-Lasagne von Iglo, die war auch gratis, dank Produkttester. Fischstäbchen aus dem Lidl, so wie nochmal Fischstäbchen aus dem Lidl. Hier haben wir einmal Hummer aus dem Lidl für 10 Euro. So. Dann haben wir hier solche Fischstäbchen vom Lidl. Piccolinis, ja, in Billig aus dem Lidl. Dann habe ich hier 1, 2, 3 Kerzen mitgenommen.
Gibt es gerade im Real im Angebot. Wenn man drei kauft, muss man nur zwei zahlen. Und ich habe noch den 2-Euro-Coupon. Die sind für 3,49 im Angebot oder 2,49? Ich weiß es jetzt gar nicht. Auf jeden Fall irgendwie so. Und wenn man drei kauft, wird halt ein Preis abgezogen und nochmal 2 Euro Rabatt. Ja, und die riechen. Vor allem das hier, das riecht nach Spekulatiuskekse. Kennst ja bestimmt all den Geruch. Zitrus und hier noch Eis. Das riecht nicht so intensiv. Ach, das riecht mega intensiv. Ja, mein Lieben, das war's. Und dann sehen wir uns wie immer beim nächsten Mal. Bis dann. So, wir kommen zurück. Wir waren heute im Lidl und im Kaufland. Ich habe ein paar Schnäppchen gemacht. Und 50%. Maultaschen waren 3 Stück 50% für 67 Cent. Ja, ist ein super Schnapper. Was ist denn da drinne? Das sieht nämlich so weiß aus. Haben die eine bestimmte Füllung? Keine Ahnung. Frischkäse. Ah, hier, Frischkäse. Das klingt sehr lecker. Waren leider nur 3 Stück reduziert, aber besser als nichts. Dann hier einmal für die Suppe. Ist auch sehr lecker. 1,11 Euro. Leberspätzle. Hier, die zwei waren gratis, weil wir haben zwei Einkäufe gemacht. Und in der App gibt es ab 25 Euro Einkauf einen Korb gratis. Zwei Einkäufe, zwei Körbe. Und zwar haben wir Punika beim Lidl gekauft. 67 Cent pro Flasche, sechsmal. 17 Cent pro eine Flasche am Schluss, weil auf Coupis, Gondo und Kochbar gibt es jeweils einen Euro Cashback. Ja, genau. Werde ich jetzt gleich auch noch hochladen, damit ich nicht zu spät bin. Ja, und sind jetzt 10 Sixer-Pack und meine Kinder, die suchten das. Und es ist halt saupraktisch, ne? Gibt es in drei verschiedenen Sorten und es ist jetzt bei nicht bei jedem Lidl mehr da. Genau. Aber ihr habt es wahrscheinlich eh schon gesehen. Dann hier habe ich einmal geschnetzeltes Gyros Art für 1,69 mitgenommen. Ja, genau. Und einmal hier diese Leona mit Gurke für 48 Cent. Einmal so ein Salat. Hier Schweineschnitzel waren 50% für 2,50 Euro. Dann ein Croissant. Hier so ein Brötchen. Brioche. Weiß ich nicht. Ah, ist da Zimt drin, ne? Hefe-Feingebäck mit verführerischem Apfel-Zimt-Geschmack. Kenne ich gar nicht. Das war jetzt für 9. Ich kann es nicht sehen, 69 Cent oder so. Und dann haben wir hier einmal einen Grapfen und einen Donut. 50% war das hier. Das wollte ich jetzt mal ausprobieren. Das ist jetzt Vanille Maracuja für 4,84 €. Einmal so eine Torte, 50%. Ja, die habe ich jetzt mitgenommen, die mich angesprochen, vor allem Panna Cotta. Einmal ein Flammkuchen. Hier diese Pommes, die kann ich euch wärmstens empfehlen. Die ist mega lecker, gibt es beim Lidl. Sau lecker, sind auch nicht teuer. Dann hier habe ich einen mega Schnapper gemacht. Also einmal Sahne aus dem Lidl und einmal Sahnepunsch. Und nochmal Sahnepunsch, Schokolade und von Vanille oder so. Einmal Gefrierbeutel aus dem Kaufland, weil ich werde die hier alle einfrieren. Und zwar kosten die, was kosten die jetzt? Also ich weiß, dass ein Stück Preis 47 Cent kostet. Wenn man nämlich zwei kauft, also hier zum Beispiel zwei kauft und den 70 Cent Coupon, die hängen auch im Kaufland aus, spart man 70 Cent. Und pro Teil zahlt man dann nur noch 47 Cent. Und die lassen sich ideal einfrieren, rausmachen, in die Gefrierbeutel rein, zumachen und ab in den Gefrierschrank. Ja, meine Lieben, das war's. Dann sehen wir uns wie immer nächste Woche. Bis dann. Hallihallo, meine Lieben, willkommen zum neuen Haul. Wir haben jetzt für Weihnachten eingekauft, habe ein paar Schnäppchen gemacht. Bei DM habe ich Windeln geholt und war noch beim Real, beim Lidl und im Kaufland. Genau. Beim Lidl habe ich zweimal, also ich, Marco einmal, ich einmal diesen Pudding mitgenommen. Der war nämlich gratis in der App. Im DM habe ich hier noch so gratis Binden, Maxi-Binde, dreimal mitgenommen. Eine Gurke. Dann vom Kaufland hier ein Kaiserbraten. So sieht er aus.
Dann vom Real habe ich zweimal Lasagne mitgenommen. So sieht die aus. Die hat wie viele Punkte? 11 Punkte. 2 Euro reduziert, zweimal. Hier einmal Rinderrouladen aus dem Real. Schnitzel waren 30%, 2,77. Genau, Schnitzel. Hier zweimal so eine Soße zu Geflügel. Dann hier dreimal aus dem Kaufland, darüber habe ich mich sehr gefreut. 50%, 1,46 Euro und zwar sind das vegane Mühlenburger, Typ Rind. Ja, werden eingefroren, habe ich mich sehr gefreut. Die wollte ich schon länger mal kaufen, aber die waren mir immer zu teuer. Hier dreimal Rouladen. Im Angebot gab es diese vom Seeberger, da habe ich jetzt einmal gebrannte Haselnüssen mitgenommen. Ein kleiner Magerquark klein, zweimal Krust, Grünländer, scharfe Schote und leicht. Dann vom Maria, ich hoffe, das ist nicht umschmeiß, eins, zwei, drei, also zweimal diese hier, das ist jetzt Hinterschinken, 50 Cent und, nee, einmal Fleischkäse 50 Cent und einmal Paprika Leona 50 Cent. 50 Cent ist okay. Hier haben wir einen Schwarzwälder Schinken. Wir haben jede Menge Schlagsahne für unser Dessert und für die Soße. Genau, morgen gibt es nämlich Ente. Hier haben wir Gouda-Ringe. Genau, Gouda-Ringe habe ich auch noch nie gehört, aus dem Lidl. Zweimal Gewürze aus dem Lidl, einmal Pfeffer und einmal Paprika. Vom Lidl dreimal diese hier, das war jetzt so eine Salami, 99 Cent, dreimal, Gurkenglas und das ist, was ist das? Rote Beete, einmal Schnittlauch, zweimal Milch, dann habe ich vom Lidl diese für Silvester schon mitgenommen, weil die haltet, ich habe extra drauf geachtet, 23.01. Und da hatte ich noch ein Prozente in der Lidl-App und war das ein bisschen günstiger. Und das hat mich angesprochen, das habe ich ein bisschen besser, das war gerade schon mal mitgenommen. Karottchen, dann über das Schnäppchen habe ich mich auch gefreut. Viermal habe ich mitgenommen. Das sind so Vital Wiener Würstchen, fettarm. Sind auch sehr punktearm, 1,70 Euro. Nochmal eine Milch. Ich war aus der Puste, Leute, was ist denn los? Hier Nussmix beim Lidl, die wollte ich mal probieren. 96 Cent. Hier Alufolie, Frischhaltefolie und Backpapier. Bleibst du jetzt? So, Semmeln, ganz viele Brezen, weil wir machen morgen Brezen, Servettenknödel. Dann hab ich für den ersten Feiertag, da gibt es Käsefondue, Baguette zum Aufbacken mitgenommen. Einmal ein Kasten Weißbrot, heißt das so? Ich glaube schon, das wollte ich schon immer mal testen. Hier sind die Windeln aus dem Lidl. Ich finde die Windeln sehr, sehr gut. Bei uns laufen Pampers aus, die ganz normalen vom Kaufland und Hip läuft aus. Aber die sind bei uns noch kein einziges Mal ausgelaufen. Kann ich empfehlen. Da habe ich dann noch 25-fach Punkte eingelöst, habe also noch ein bisschen gespart. Diesen Riegel habe ich mir mitgenommen. Den kann ich euch auch wärmstens empfehlen. Gibt es bei DM. Der ist so lecker. Ich mag eigentlich kein Lemon. Aber das schmeckt so gut. Also, er ist sauteuer, aber mega lecker. Hier haben wir noch Peperoni. Dann weiter. Löffelbiskuit. Brauchen wir auch fürs Dessert. Brezeln zum Aufpacken. Habe ich mir gedacht, auch für ein paar fürs Käsefondue. Und zweimal Katzenfutter. Ja, meine Lieben, das war's. Und dann sehen wir uns wie immer beim nächsten Mal. Bis dann. Hallo, meine Lieben, willkommen zurück. Lidl, Netto und Kaufland. Genau. Heute haben wir Montag und wir haben ein bisschen Schnäppchen gemacht. Müssen Mittwoch nochmal los. Ich hoffe, dass Mittwoch nochmal ein paar Schnäppchen auf mich warten. Ja, Lidl bis in 50%. Zwar hier zweimal so ein Sandwich, Gouda und einmal, weiß ich nicht, was das ist, Paprika. Hat sich der Marco mitgenommen. Ich mag das nicht so. Ich muss jetzt sowieso wieder auf meine Ernährung achten. So, dann hier einmal so ein Waschmaschinenpflegereiniger für 1,11 Euro.
Dann haben wir hier Hähnchenminutenschnitzel, 50%, 50% Hähnchen. Ich habe jetzt nicht zu viel Fleisch mitgenommen, weil ich warte noch auf Mittwoch und hoffe, dass Kaufland 80% hat. Ich hoffe es. Aber hier, das Hähnchen hat mich voll angesprochen. Das habe ich mitgenommen. Und so wie das, darauf warte ich immer und nimm es immer mit. Und zwar ist das Hähnchen geschnetzeltes, es ist sehr punktearm, kann man immer gebrauchen und deswegen mussten die beiden mit. Hier einmal 2,98, 2,89 glaube ich. Auf jeden Fall so Käsekreiner zum Burger für 96 Cent. Diese Snackbällchen für 1,20 €. Dann habe ich diese hier mitgenommen. Die waren nicht reduziert, aber die sind sehr lecker. Vielleicht kennt ihr die. Das ist so Simpsons Donuts in klein. Sind aber mega lecker. Viermal Quark. Und zwar sind die billiger wie die Kuhquarks und haben genauso viele Punkte und schmecken eigentlich fast genauso. Deswegen nehme ich die jetzt immer vom Lidl mit. 50% diese Pepperoni oder Pepperito oder wie auch immer. Ja. Dann hier so Patties vom Rind. 50% zweimal. Netto zeige ich euch gleich. Oder beziehungsweise zeige ich euch jetzt. Ja, genau. Und zwar habe ich das Schnäppchen wahrgenommen. Zwei Stück, 1 €. Also zwei Stück kaufen, 1 € kostet. Hier habe ich zum Beispiel zum Probieren Proteinschokolade mitgenommen. Dann habe ich, egal was ihr da nimmt, ihr kauft, nimmt zwei Stück und zahlt nur 1 €. Genau, hier diese. Ich wollte zwar von denen hier gibt es noch Peanut Karamell, gab es aber nicht mehr. Deswegen habe ich hier bloß Doppelschokolade mit Cookie mitgenommen. Zweimal hier, ja, hier habe ich noch einen erwischt von Brunchy. Und dann habe ich ganz viele von denen hier mitgenommen. Ganz viele, weil die sind auch recht dick und für 1 € zwei Stück kann man nicht sagen. Im Laden zahlt man für einen schon über 1 €. Hier habe ich diese noch mitgenommen. Das ist jetzt Lemon Cheesecake. Schau, ob ich noch einen anderen mitgenommen habe. Ja, ein Kokos war noch dabei. Ja, und da habe ich einen riesen Berg mitgenommen. Vorrat. Ich liebe diese Riegel. Dann beim Netto war Mochi-Eis im Angebot. Einmal Vanille, zweimal Kokos. Ich mag die so. Die sind so lecker. Drei Stück. Kommt gleich in den Gefrierschrank. Im Kaufland habe ich den hier mitgenommen. Gibt es bei Skonto Cashback 100%. Also gratis. Allgäuer Käse, Schmelzkäse. Käsescheiben leicht. Mach es ein bisschen schneller hier. Knusperzwiebeln. Zweimal Crème Brûlée. Da gab es nur zweimal beim Netto. Und beim Kaufland werde ich nochmal zwei mitnehmen. Die sind so lecker. Also, ich habe es selber probiert. Und bei mir ist es leider nichts geworden. Ich kann sowas einfach nicht. Aber diese Packung selber machen geht schnell und ist sau lecker. Sau lecker. Hier, Schmelzkäsescheiben. Golden Toast einmal. Edelsalami einmal. Kochschinken einmal. 30% Hähnchen beim Netto. Das war jetzt nicht 55%. Das ist jetzt Putenfondue. Potato mit Dip. Gab es beim Netto. So wie beim Netto Steakhouse Pommes. Das sind ja auch mega, diese fetten Pommes. Ihr wisst ja, ich liebe dicke Pommes. Einmal eine kleine elektrische Zahnbürste aus dem DM. Das war noch aus dem Lidl. Das wollten wir ausprobieren von Kinder. Das letzten drei Sachen waren Schnäppchen, 70%, 34 Cent statt 1,15 € ist Kartoffelsalat. Und hier einmal eine Soße, 80%, 33 Cent nur noch. Und zwar ist es hier Aprikosen mit Curry, wollte ich mal ausprobieren. Und wenn es jetzt nicht schmeckt, sind 33 Cent jetzt auch nicht schlimm. Ja, meine Lieben, das war der Food Haul fürs Erste. Und dann sehen wir uns wie immer am Mittwoch, weil Freitag gibt es diese Woche kein Futter. Bis dann. Meine Lieben, willkommen zurück. Ja, ich habe hier ein bisschen ja, Stäbchen gemacht, Vorrat gekauft. Jetzt brauche ich erstmal keine Riegel mehr. Aber ich esse die echt gerne und oft. Also ich esse fast jeden Tag mindestens ein oder zwei Riegel. Ist halt für mich so eine Art Süßigkeitenersatz. Genau, oder Schokoriegelersatz oder wie auch immer. Weil die per Weight Watchers echt von den Punkten her gehen. Genau. Aber
Ich habe noch zwei Creme Brûlée mitgenommen vom Netto. Habe jetzt noch mal welche gefunden, war übrigens in einem anderen Netto. Ja, genau, Creme Brûlée. Dann hier, das war 70% auf alle Weihnachtsartikel. Nussspitzkuchen hat mich irgendwie angesprochen und angesprochen haben mich auch diese Lebkuchen hier. Vier verschiedene Sorten. Elsen-Lebkuchen. Ja, hat mich angesprochen, deswegen habe ich ihn mitgenommen. Dann diese Riegel. Die habe ich gestern probiert und die haben mir geschmeckt. Die sind auch schön dick, nicht zu klein und die sind echt lecker. Und deswegen habe ich hier am meisten von denen hier mitgenommen. Hier habe ich noch solche gefunden, die sind auch recht lecker. Und zwar ist das Crunchy. Genau, sechsmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann noch zweimal die. Und dann habe ich die aber nur zum Probieren mitgenommen, weil ich mir nicht sicher bin, ob die schmecken. Ich mag nicht so Beerenzeug. Also ich mag das nicht so. Hier ist es Strawberry und Cranberry drinne. Genau, mal testen. Zwei Stück habe ich jetzt mal mitgenommen. Ja, aber das reicht erstmal. Und dann sehen wir uns am Anschluss. Bis dann. Hallo, mein Lieben, willkommen zum neuen Haul. Wir müssen morgen nochmal los, aber wir waren heute im Rewe. Da haben wir gedacht, nebendran ist ein Lidl. Gehen wir da doch auch noch rein. Kaufland waren wir noch kurz. Bei Lidl waren wir heute sehr erfolgreich, wie wir finden. Vor allem mega viel Puten- und Hähnchenfleisch, weil wir wollen ja im neuen Jahr wieder durchstarten mit Weltwatches. Da kam es genau richtig. Aber auch andere Sachen, wie ich euch gleich zeige. Im Rewe habe ich ein paar Puddings mitgenommen. Da habe ich noch PayPal-Punkte benutzt. Punika. Und im Kaufland haben wir noch ein paar andere Dinge geholt. Ich zeige es euch einfach. Und zwar einmal Orangensaft, der war gratis. Also der hat nichts gekostet, dank der Lidl-App. Hier steht es ja auch, Lidl Plus App. Dann hier so Wienerchen, die haben wir zweimal mitgenommen für 2,60 €. Ist ein ganz großer Paket Wienerchen. Brombeer, je App, einmal Markuro einlösbar, die gibt es im Angebot bei Lidl. Und man kriegt noch 30 Cent Cashback auf Markuro zweimal. Hier haben wir einmal Putengulasch für 2,66 €. Das ist eine ganz große Packung. Einmal Vollkorntoast, 50%. Knödel, weil Knödel gehen immer, für 48 Cent. Kokosmakron für 97 Cent, oder? 97, nee, 87, Entschuldigung. Okay. Die sind nämlich bis 22 haltbar. Also kann man die auch nächstes Jahr Weihnachten noch machen. Und die sind auch echt nicht schlecht. Hier einmal Maultaschen für 67 Cent. Dann hier so Baguette-Brötchen. Das kann man zum Beispiel auch für Raclette gebrauchen. Für 57 Cent. Nochmal das Paket Wiener. Jetzt muss ich schauen. Hier einmal Hähnchengeschnetzeltes für 1,45 €. Nochmal. Und dann haben wir es nochmal. Genau. Hier haben wir Puten-Mini-Filet für 1,11 €. Und nochmal das Geschnetzeltes. Dann habe ich dir das mitgenommen. Das ist für 48 Cent. Das ist so ein Dessert mit Schokolade drauf. Leberknödel für 1,15 € zweimal. Hier ist nochmal Geschnetzeltes. Hier Mini-Blätterteig-Häppchen. Die waren auch 50%, 1,20 €. So, das war jetzt erstmal das 50% und Schnäppchen hier. Dann vom Kaufland 30% Maultaschen für Frischkäse, Spinattaschen. 50% gab es auf ganzen Weihnachtssachen. Den wollte ich mir eigentlich schon vorher kaufen, aber irgendwie habe ich den nie gefunden. Und ja, jetzt habe ich auch noch mal 50% gespart. Ja, dann hier einmal Tomatenwürzsalz. Dinkelmehl für mein Wäldchen-Bäckerei-Buch gab es im Lidl. War aber noch einen anderen Typ, aber den muss ich im Kaufland schauen. Dann hier habe ich meine fünf Schokopuddings mitgenommen. Die sind echt teuer für 1,76 € im Angebot, aber die sind so gut. Also ich mag die so gerne. Und wenn man mal Bock auf Schokolade hat, mega. Herrensocken, dann wie gesagt 50% auf die Weihnachtssachen. Milka. Edelnuckelzapfen und Kugeln. Dann habe ich ein Vanilleeis mitgenommen. Gibt es als Nachspeise bei Silvester Vanilleeis.
Kommt das kleine Führerschein schon ein bisschen angetaut. XXL-Eier beim Lidl. So, dann habe ich Bilderrahme mitgenommen bei 50% bei Kauflauf auf Weihnachtssachen. Und die fand ich so schön. Ich bin einfach so ein Glitzeropfer. Zweimal in grün so Bilderrahmen, die kommen dann in schöne Bilder rein. Dann einmal in Silber habe ich ihn mitgenommen. Es glitzert so schön, schaut mal. Voll schön. Einfach voll schön. Und zweimal in Gold. Ja, ich fand ihn einfach so schön und das kann man auch aufhängen, obwohl kein Weihnachten ist, oder? Ja, das letzte Teil hier so ein paar Dinger. Man darf ja leider nicht böllern, aber das, ich glaube, das ist nicht schlimm, oder? Ja, ja, meine Lieben. Das war's jetzt und dann sehen wir uns morgen noch. Also morgen ist Mittwoch, morgen ist Donnerstag, Silvestertag und dann ist der Futterl auch schon zu Ende. Bis dann! Hallo meine Lieben, willkommen zum neuen Haul für dieses Jahr. Ihr seht ja alles zusammengeschnitten, weil ich ja jetzt in den letzten 2 Wochen kein Futterl hochgeladen habe, irgendwie so. Aber jetzt kommen wieder regelmäßig Futterls, wieder jedes Wochenende. Und ja, aber für dieses Jahr ist erstmal das letzte Mal einkaufen. Ja, und zwar Lidl, Real. Bei Real wollte ich eigentlich mehr mitnehmen, war aber alles ausverkauft. Das heißt, ich habe nur 4 Kohlrabis mitgenommen. Kaufland und Lidl, genau. Und ich habe hier als allererstes noch Alkohol abgeholt. Das habe ich privat abgeholt, weil die gesagt haben, die brauchen das nicht und die können nichts damit anfangen. Ja, wir sind jetzt keine Alkoholiker oder wie auch immer. Für uns reicht das auch ewig. Aber ab und zu ein bisschen was trinken oder so ein Glas am Abend. Ja, auf jeden Fall. Hey, Liam! Glühwein zweimal. Dann haben wir hier so ein Prosecco. Rotkäppchen haben wir hier 1, 2, 3, oder? Was ist das? Das ist auch Rotkäppchen. Das da ist, weiß ich nicht, kenne ich nicht. Dann haben wir hier noch einen anderen Sack, glaube ich. Oh, ist das schwer. Puh. Und hier haben wir noch so einen Rum. Genau, ja. Kommt dann in unseren Keller, in unser Alkoholregal. Genau, da wo alles drin steht. So, Lidl. Äpfel habe ich 50%. Äpfel kann man immer gebrauchen. Schneide ich ja ab und zu einfach so einen Quark rein. Oder ich esse mal so ein oder die Kinder essen ein. Dann 50% gab es auf diese kleinen Tomaten. Und ich brauche für ein Rezept kleine Tomaten. Daher kamen die genau richtig. Mülltüten gab es gratis, dank Lidl-App. 50% gab es auf dieses Gier-Joghurt. Und ihr wisst ja, die kann ich wunderbar essen. 50%. Dann beim Real habe ich, wie gesagt, nur 4 Kohlrabis mitgenommen. Die waren nämlich im Angebot. Ich wollte noch meine fluffigen Puddings mitnehmen, aber die hat er nicht mehr. Und ich weiß noch nicht, ob man wieder bekommt. Schauen wir mal. Ja, weil die waren echt lecker, also die Schoko-Puddings. Dann zweimal Milch 0,1. Ja, wir müssen jetzt wieder ein bisschen auf die Nährung achten. Aber fürs Raclette haben wir heute ein bisschen was gekauft. Dreimal Speisequark leicht. Hier vom Türken wieder 1, 2, 3, 4 Aufstriche. Aber ein bisschen weniger von jedem etwas. Dann vom Kaufland. Ja, es ist auch. Also die kann ich euch auch empfehlen. Die kann man sehr gut als Nachspeise. Man kann auch mal ein Paket ganz essen, wenn man genügend Punkte hat. Und die sind auch echt lecker und süß. 48 Cent. Ich habe mir hier gleich alle mitgenommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pakete. Jetzt, wo ich wieder richtig durchgreifen möchte, möchte ich auch nicht so viel auf Süßes verzichten. So, hier kleine Batterien. Dann haben wir ganz viel. Der ist auch mega teuer, aber den gab es halt jetzt nicht im Angebot. Und es gab auch keinen fettreduzierten geriebenen Käse. Daher haben wir jetzt den genommen. Der kostet ein Beutel 2,44 Euro. Also ich warte eigentlich immer, bis die im Angebot sind. Da nehme ich eigentlich auch immer einen Vorrat mit. Aber wenn nichts da ist, dann ist nichts da. Ne? Dann muss man mitnehmen. Aber der Marco hat sich auch 3 mitgenommen. Ich habe 3 mitgenommen. Und die brauchen wir für ein paar Rezepte. Hier Kaisergemüse einmal. Fürs Raclette zu Champignons. Die braunen. Möhrchen für den Karotten.
Ich sag's jetzt anders. Möhrenkartoffelstampf. So. Zweimal Kartoffeln, einmal für heute für Kartoffelsalat. Und einmal für heute, für Sonntag, glaube ich, für Möhren und Kartoffelstampf, genau. Ich habe ein Paket Zwiebeln mitgenommen, ein Paket Knoblauch, eine Gurke, viermal Schlagsahne für Dessert heute. Liam, hey! Los bei euch! Hier, das hier war 30%, den wollte ich mal probieren, weil den Erdbeerer kenne ich noch nicht. Sonst hätte ich ihn wahrscheinlich auch nicht mitgenommen, weil 30 Cent ist halt nicht so viel. Aber besser als nichts. Dreimal großer Quark. Muss ich weitermachen? Du, von denen gab es nur einen, oder? Mhm. Ja, habe ich mir fast gedacht, weil wenn man nämlich drei Stück kauft, dann kriegt man noch, es gibt einen Coupon, ob es 50 Cent oder 1 Euro sind oder 70 Cent, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, wenn man drei Stück kauft, gibt es noch einen Coupon. Aber es gibt sowieso nur einen. 73 Cent. Einmal eine normale Milch fürs Dessert heute. Dann habe ich hier einmal gegrillte Paprika. Tomaten aus dem Lidl, da gab es noch 15%. Da habe ich die aus dem Lidl mitgenommen. Dann Haferkleie. Marzipanlikör. Gemüsebrühe. Jetzt gehen wir mal dann über. Und zwar hier 70%. Habe ich ein bisschen Wurst mitgenommen, weil 70% ist jetzt nicht wirklich. Ist ein guter Preis, so wollte ich sagen. Bierschinken, 31 Cent. Dann haben wir hier bayerischer Leberkäse, 27 Cent. Das hat mich irgendwie angesprochen. Das sieht so lecker aus. 37 Cent für, was ist das? Geflügel sogar. Ich glaube, das könnte ich sogar essen. Geflügel, weil hat ja eigentlich keine Punkte. Schauen wir mal. Und hier Leona, 27 Cent. Einmal hier, der war nicht reduziert. Einen Schinken, Hinterschinken. Einmal noch Quark. Dann habe ich hier Mehl mitgenommen. Das ist auch schweineteuer, aber ich brauche das zum Backen. Für mein Wölkchenbäckerei-Buch, die habe ich nämlich bekommen. Dinkelmehl. Und das sind verschiedene Typen. 630 und hier 1050. Ja, mal schauen. Ja, meine Lieben, das war's jetzt. Und dann sehen wir uns wie immer. Ja, ganz normal wieder am Wochenende. Bis dann!